falsche Skandal, die US-Geheimdienste haben die Kommunikation in Deutschland nicht abgehört. So viel ist sicher. Die Bundesregierung hat am Wochenende die Überraschung zum Ausdruck gebracht. Zumindest ich möchte an diese Überraschung noch ein großes Fragezeichen machen. Allerdings stellt sich angesichts dieser Überraschung der Bundesregierung zunächst mal die Frage, was denn die deutschen Geheimdienste an dieser Stelle wussten oder nicht. Wenn sie nicht Bescheid wussten, die deutschen Geheimdienste, muss man die Frage stellen, was sie so treiben den ganzen Tag und wozu sie in der Lage sind und was sie rausbekommen und was nicht. Wenn sie Bescheid wussten, dann stellt sich die Frage, ob die politische Führung wirklich nicht informiert war über einen solchen Vorgang. Unabhängig davon will ich vier Dinge sehr klar formulieren. Das erste ist, dass die Bundesregierung umgehend den US-Botschafter eingestellt und ihren Protest formalisiert gegenüber den Vereinigten Staaten. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, in voller Gänze über Ausmaß und Tiefe der Überwachung berichten zu können. Der zweite Punkt: Die Bundesregierung muss alle rechtlichen Schritte gegen Überwachung prüfen. Dazu gehört auch die Prüfung, ob es in der Vergangenheit mit dieser oder einer früheren Bundesregierung Vereinbarung über die Abschöpfung dieser Daten gegeben hat. Dritter Punkt: Ein solch schwerwiegender Vorgang rechtfertigt aus meiner Sicht, dass der Bundestag sehr schnell zu einer Sondersitzung zusammentritt und über die Konsequenzen dieses Skandals diskutiert. Der vierte Punkt: Die Gespräche, die im Moment geführt werden zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten und die Freihandelszone, sollten abgebrochen werden, solange der Vorgang geklärt ist und bisher bereinigt ist, sind Gespräche auf Augenhöhe zwischen den beiden Beteiligten nicht denkbar. Zweiter Punkt: Zum Thema Strompreise. Es gibt eine aktuelle Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Preise für die Stromnetze im nächsten Jahr noch einmal um 50% steigen werden. Wir wissen, dass bei der Bundesnetzagentur immer wieder Anträge auf Befreiungen eingehen. Kostenreduzierungen, die sind nicht befreiten, Nutzer der Stromnetze, das ist die große Masse der Nutzer, vor allem in den Privathaushalten, müssen diese Ausfälle finanzieren. Seit Jahren steigen die Strompreise. Im Jahr 2000 hat ein Personen im Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden auf einer monatlichen Rechnung von 40 Euro bekommen. Im Jahr 2013 sind das schon 83 Euro und immer mehr Menschen sind mittlerweile von Stromabschaltung und Stromsperren betroffen. Besonders betroffen sind Hartz-IV-Beziehende, die mit den Pauschalen, den Heizkostenpauschalen, die gewährt werden, nicht über die Runden kommen und die Kommunen ihrerseits Entscheidung zu dieser Frage abwarten und mit schweren Folgen für die Betroffenen. Auch hier will ich vier Punkte benennen, die mir wichtig sind. Erstens, dass die unberechtigten Industrierabatte abgeschafft werden. Die Lasten müssen von allen getragen werden. Zweitens, die Stromsteuer sollte gesenkt werden und die staatliche Preisaufsicht wieder eingeführt werden. Dritter Punkt, Stromsperren sind zu untersagen. Und viertens, Sanktionen gegen Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, müssen gestoppt werden. Dritter Punkt meinerseits zum Thema Rentenanpassung. Heute zum 1. Juli ist eine Rentenanpassung in Kraft getreten. Für den Westen der Republik bedeutet das eine Steigerung von 0,25%. Das ist eine Steigerung, die schon allein durch die Inflationsrate ein reales Minus bedeutet. Für den Osten der Bundesrepublik liegt der Rentenanpassungswert höher, wenngleich das nun nicht einer fortschreitenden positiven Lohnentwicklung geschuldet ist, sondern statistischen Nachwirkungen zum einen der Kursarbeit und zum anderen der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze im Osten. Nach wie vor gilt, dass auch zum 1. Juli dieses Jahres eine Rente mit 45 Beitragsjahren zum Durchschnittsverdienst im Osten um 108 Euro unterliegen, was im Westen an Rente erzielt wird. Feststeht, die Bundesregierung, die jetzt wieder eine Wahlversprechen gebrochen. Der Osten wartet auf 23 Jahre nach der deutschen Einheit auf Rentengerechtigkeit und Rentenangleichung. Wir wissen, dass die CDU für die nächste Legislatur
haben, als auch es für die nächste Legislatur bringen oder erst gar nicht in Anspruch zu nehmen, es lösen zu wollen, ist inakzeptabel im Jahr 2013. Wir haben das mehrmals gesagt und tun es ja auch schon. Wir werden das zum Wahlkampfthema machen, auch in dieser Bundestagswahl. Es ist höchste Zeit, dass wir spätestens bis 2017, das ist unsere Forderung, die Rentenanpassung zwischen Ost und West geschafft haben. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte. Der Bundeswirtschaftsminister hat am Wochenende Jugendliche aus den südeuropäischen Krisenländern aufgefordert, nach Deutschland zu kommen und hier eine Ausbildung anzufangen. Ich will sehr deutlich sagen, dass das aus meiner Perspektive zunächst mal eine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben ein Europa der offenen Grenzen, uneingeschränkt, und wir freuen uns über alle, die nach Deutschland kommen, hier arbeiten, ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass die Ausbildungssituation seit Jahren in der Bundesrepublik absolut seit der Wiedervereinigung nicht ein einziges Mal ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen für alle Bewerberinnen und Bewerber, die es gab. Wir haben mittlerweile 1 Million Jugendliche unter 35, die arbeitslos sind. Die Hälfte davon sogar ohne Ausbildung. Deswegen sind aus meiner Sicht 2 Dinge notwendig, die zusammenhängen. Das eine ist, dass wir ein europaweites Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit brauchen. Wir brauchen einen Marshallplan für den Wiederaufbau, vor allem für die Krisenregionen in der Europäischen Union. Wir brauchen eine Arbeitslosigkeitsperspektive überall für die Bevölkerung in Europa. Und das Zweite, wir brauchen in der Bundesrepublik eine ausbildungspolitische Offensive, damit wir für die sogenannte verlorene Generation eine reale Arbeitsperspektive und Lebensperspektive schaffen. Es wäre viel gewonnen, wenn wir in den nächsten 4 Jahren